All meine Kinder lachen her, kommt mir für ich her es Leben. Es ist so wunderschön zu erleben, dass Kinderlachen ansteckend ist. Kinder lachen ungefähr 400 Mal am Tag. Wir Erwachsene kriegen in der Zeit die Mundwinkel höchstens 20 Mal nach oben. Sicher ist auch ein Grund, dass wir mehr Druck verspüren und Verantwortung übernehmen. Für die Familie, vielleicht für Arbeitskollegen oder ein Unternehmen. Aber ich denke, auch ein Grund ist auch, dass wir verlernen, die kleinen Dinge des Lebens nicht leid zu sehen, sondern auch wertzuschätzen. Ein Kind freut sich an einer bunten Blume oder an einer Schürzel, die es gefunden hat. Es freut sich, weil es mit anderen Kindern hutschen oder klettern kann. Und genau die kleinen Ereignisse scheinen mir mit zunehmendem Alter aus den Augen zu verlieren. Und durch ein Sam nehmen wir ins Lebensqualität. Lebensfroh zu sein bedeutet ja nicht, dass ich jede Sekunde mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht durch die Welt gehe. Nein. Aber es bedeutet, dass ich eine positive Lebenseinstellung einübe. Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt, sieg aber nicht leid das Negative, sondern will mich an die positiven Kleinigkeiten, die ich täglich erlebe, freuen. Lebensfroh zu sein ist also durchaus erlernbar. Jedes Lachen, mehr über die 20 Mal am Tag aussehen, macht uns ein bisschen glücklicher. Oft einmal hilft es auch, einfach leid aufzuschreiben, über was wir uns freuen können. Ein Grund, uns zu freuen, gibt uns auch die Bibel. Sie sagt zum Beispiel, mit jubelnder Freude erfüllt mich dein Wort, als hätte ich große Beute gemacht. Aber was soll das für ein Grund sein? Was soll an Gottes Wort so toll sein? Der Gott, der dich und mich geschaffen hat, möchte, dass du ihn kennenlernst. Deswegen hat er die Bibel ausschreiben lassen. Das ist Gottes Wort. Er redet durch die Bibel zu dir. Ist es nicht genial, dass du Gott wichtig bist? Wenn man es erst einmal verstanden hat, nachher kann man nicht anders, als sich riesig zu freuen. Falls du keine eigene Bibel hast, nachher melde dich einfach bei uns. Über unsere Website kannst du kostenlos eine gut verständliche Bibel bestellen. Wir freuen uns, wenn wir von dir hören. Vielen Dank, dass du den MyInput-Podcast gehört hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.